heute in der Liebe fest haben. Sie kennen dich, sie kennen mich. Wir sein, ums jeden Weg, weil sie es eben nicht kann. Ich bin gerade in die Decke reingekracht. Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute kommt ein neuer Teil Musical.ly Reaction zu Couple Goals. Let's go! Boy, I adore. Das Moment, wenn man die andere Person nicht halten kann. Ich kenne es zu gut. I promise you, I will never leave. Gutes Musical.ly. Baby, du bist anders. Du weißt, was mich anmacht. Wie du dich bewegst, wie du mich ansiehst und das, was du anhast. Yeah. Ich finde es cool, einfach immer die Mädels sind immer so voll motiviert, Musical.ly zu machen. Jungs, können wir es jetzt einfach lassen, was anderes tun? Aber eigentlich sind diese Couple Goals Musical.ly alle so das gleiche und ich als Single reagiere darauf. Yay! Ich kann dazu einfach keine Kritik geben. Das ist nicht möglich. Ich kann nur sagen, gutes Musical.ly! Gut, jetzt mal das Video zurück und schaut mal ganz genau seinen Blick an, als er sie so hochgezogen hat. So richtig so, so richtig Überanstrengung. Überanstrengung. Dieses ist eigentlich gerade auch voll im Trend. Voll viele machen das. Ich sehe das so oft auf Instagram. Ich weiß nicht, wieso das jeder macht, aber okay. Ist halt wieder so ein Trend hier, ne? Also eigentlich war das Musical.ly nicht arg, ich würde sagen, besonders, weil sie ihn ja eigentlich nur angesprungen hat und dann so eine Slow-Motion ja kam und dieser Musical.ly-Effekt, aber... Also ich finde, da gab es schon mal bessere Couple Goals Videos, ne? Aber eigentlich kommt sie nicht darauf an. Baby, I'm perfect. Baby, I'm perfect for you. And if you... Und ich sitze davor und denke mir, ja, könnt ihr ja nochmal aufhören. Was ich sagen muss, ist, du hast sehr schöne Nägel, also wirklich Respekt. Ja, auch hier bewerten das Musical.ly. No thanks. Weil nach jedem Kuss mein Herz explodiert. Auf die Gefahr, jetzt verliere ich dich. Soll die ganze Welt hören, Schatz, ich liebe nur dich. Ui, dein Halsboy. Aua. Sieht immer so schmerzhaft aus. Das ist jetzt mein erste Couple Goals Videos hier, auch in dem Video, die sich wirklich, sag ich mal, was überlegt haben, so ein bisschen mit Choreografie. Am Ende ist es immer das Gleiche, aber, ne? Also wenigstens etwas hier. Need to tell you something. I'm pregnant. Okay. Just kidding. Yeah! Ihr Blick! So legendär, wie sie es dann so hoch und so eskaliert ist. Mega cool. Und auch dieses mit, okay, fand ich echt cool, wie ihr das gemacht hat und wie sie dann rausgezogen hat. Das war so der Höhepunkt. Fand ich mega cool, wie ihr das gemacht habt. Ist kein normales Couple Goals Musical.ly. Ich glaube, das ist vielleicht auch gar kein Couple Goals, aber ich habe die jetzt mal jetzt so, ne, mit reingenommen. Ich habe gerade festgestellt, ich habe doch nicht mehr. Zumindest habe ich nicht mehr gefunden. I don't know. Den ganzen Pärchen gerade, ich weiß nicht, ob ihr noch zusammen seid. Ist schon mies, wenn mir ein Musical.ly Reaction Video von mir drin ist und dann nicht mehr zusammen ist. Das ist hardcore. Also falls jemand von euch schon getrennt ist, Entschuldigung. Falls nicht, ich wünsche euch viel Glück noch und wir schauen uns jetzt noch andere Musical.ly an. Verstanden, ich bin pünktlich. Wann sollst du da sein? Hm? Sag mir die Uhrzeit. Halb, da war kein Halb. Hm. Chris, 8 Uhr. Ich sag ja, 8 Uhr, ich bin nicht besteuert, hab ihn verstanden. Ja, am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, gucke auf die Uhr, 8. Ich fand das Musical.ly nicht so gut, wie gesagt, ich bin immer ehrlich.
Ich fand es aus dem Grund nicht so gut, weil es halt einfach nicht passend mit der Schnelligkeit war. Also die Mundbewegungen waren nicht passend dazu. Was ist das? Einladung About You Awards. Ich habe auch sowas bekommen. Echt? Ja. Das sieht ja mal mega professionell aus. Ich muss ein Foto machen. Krank. Da steht meine Adresse drauf. Live Reaction. Also, jetzt wisst ihr es, ich bin auch beim About You Award dabei. Ich habe da einfach gerade so eine Einladung bekommen für den About You Award. Und da ist irgendwas Hartes drin. Lasst es uns zusammen aufmachen. Was ist das? Krank. Guckt mal, die Ränder sind Gold. Liebe Nicole, du bist eingeladen zum spektakulären Social Media Event Deutschlands, den About You Award. 3. Mai 2018. Da und da, da und da, da und da. Anschließend About You Aftershow Party. Es ist hart, ohne Witz. Guck mal. Au. Jetzt wisst ihr's, ich bin beim About You Award 2018 dabei. Ich bin aber nicht nominiert. Seid live Moment. Weiter mit dem Video. Also, wie gesagt, ich fand es nicht so gut, wegen, weil der Mund nicht passend wirklich zum Lied war und weil irgendwie alles ganz komisch war. Also, diese Bewegungen, ich weiß nicht, der Mund, der war so verzerrt einfach. Deswegen fand ich es nicht gut. Aber eigentlich ist der Sound echt cool. Fand ich mega cool. Ihr habt euch eine Choreografie ausgedacht. Ihr hattet sogar ungefähr so das gleiche Oberteil an. Fand ich echt cool und ich fand's kreativ. Das war jetzt kein krass besonderes Musical.ly. Es war einfach nur so ein bisschen dieses Uno, Dos, Tres. Quattro und dann... Ich kann sie sprechen, etc. Aber ja, ich lerne es dieses Jahr in der Schule. Also wenn ich jetzt aufs Gimmi gehe. Und dann einfach noch so eine Spiegel-Slow-Motion. Nichts Besonderes, aber nichts Schlechtes und mega cool. Aber halt nicht so krass kreativ. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, tschüss und einen schönen Tag. Ja.